Lieber Wassermann, herzlich willkommen zu deinem April-Taroskop. Schauen wir uns hier an, wie sich dein April gestalten möchte, energetisch, praktisch, zwischenmenschlich. Was ist wichtig, was ist ausschlaggebend? Oder aber auch, was wäre am besten ganz außer Acht zu lassen? Zu diesem Video wie immer bei mir eine Extended-Version. Den Link dazu findest du hier unterhalb dieses Videos in der Infobox. Drück drauf, du wirst automatisch weitergeleitet. Der Wassermann im April, bitte. Vorhänge. Thema Vorhänge. Neue Vorhänge. Ein Vorhang geht auf. Du dachtest, es wäre längst noch nicht so weit. Doch etwas pusht dich. Du fühlst dich von etwas gepusht, beziehungsweise etwas zieht dich hinaus. Ein klarer Blick. Noch blinzelst du ins Licht. Doch die Sonne, sie lacht dich an. Sie lädt dich ein und sagt, komm, folge mir. Da haben wir es schon. Wie wunderbar. Wow. Tja, lieber Wassermann, vorweg, du hast 5 Themenkarten, der April wird bewegt und er wird für dich sehr, sehr herausfordernd. Herausfordernd, das Outcome positiv, doch es gibt die Schaukel der Emotions zwischen himmelhoch jauchzend und tiefer, großer Angst. Warum? Weil du erinnert wirst. Du wirst erinnert an etwas, wo du wusstest, wo deine innere Wahrheit damals geschrien hat. Doch du nicht nach ihr gehandelt hast, ihr nicht gefolgt bist, sondern Vogelstrauß-Prinzip gemacht hast, den Kopf in den Sand, nur nicht auffallen. Jetzt im April kommt ein Thema auf dich zu, ein Thema Leichtigkeit und so nach dem Motto, what else, was soll's, ich mach's einfach. Doch es ist die Schaukel. Ja, nein, ja, nein. Du kannst selbstverständlich auch allen Gänseblümchen die Blütenblätter ausrupfen und immer ja, nein, weißt du noch, wie damals. Als Kind. Doch da ging es. Liebt sie mich? Liebt er mich? Oder liebt sie er mich nicht? Doch das bringt nichts. Es geht diesmal darum, dass du transformierst, dass du die Leichtigkeit mit offenen Armen empfängst, umarmst, denn es pulsiert in dir. Was pulsiert in dir? Die Freude der Leichtigkeit. Doch die Angst des Versagens, die Angst eventuell des sich lächerlich Machens, ist so groß, es ist ein innerer Kampf. Doch ich sage dir etwas, lieber Wassermann, du gewinnst. Du gewinnst. Dein Schatten hat keinen Bestand mehr im April. Er wird Licht. Er wird. Doch dieses Licht besiegt, an dem du dich dran erinnerst, wie du damals, als du 8 Jahre alt warst,
angefangen hast, dir selbst nicht mehr zu vertrauen. Ja, ein Thema, das jetzt hochkommt, es ist ein sehr großes Thema. Es ist ein Thema, das durchaus sehr gut gelöst werden kann, aber nur dann, wenn du bereit bist, in die Tiefen hinabzugehen. Ein bisschen Eremitenmodus und dich heute in dieser einen ganz bestimmten Situation, die da kommen wird, wenn der Vorhang aufgeht, für dich entscheidest. Ausschlaggebend für dich ist der 28. April und am 23. wirst du eine kleine Auseinandersetzung haben, gut möglich mit jemandem, der dir wie damals sagt, unmöglich. Du hast damals als Kind dieser Person mehr vertraut, ihr mehr Wahrheit geschenkt als deinem Herzen, die Meinung zu deiner Wahrheit gemacht. Und genau heute geht es darum zu sagen, danke für deine Meinung, ich kann selbst entscheiden. Schauen wir uns die Hauptenergie an. Die Hauptenergie, jetzt muss ich hier mal meine Ärmel ein bisschen hochziehen, damit die Knöpfe meiner Jacke nicht ständig hier an meinem Holztisch klappern. Die Hauptenergie, die dich begleiten wird. Die Hauptenergie für den Wassermann, bitte. Du hast ein Lied, das ganz fest verschlossen ist in deinem Herzen. Ganz, ganz fest verschlossen. Doch es möchte hinaus. Es ist dein eigenes Lied. Der April lädt die Wassermänner ein, Altes, Schmerzvolles endgültig zurückzulassen und die Herzensmelodie hinausfließen zu lassen. Wie könnte es anders sein? Die Kraft, die Stärke, die Emotionen. Du wirst als Sieger hervorgehen, sofern du bereit bist, für deine Veränderung, deine ureigene Veränderung, schau mal, schon kam die Karte, gerade mal angemischt. Die Karte des Konfliktes, der Zwietracht, des Streits, der Diskussion. Ja, du wirst als Sieger daraus hervorgehen, solange du ja zu dir selbst sagst. Und lieber Wassermann, ein Löwe, ganz unbekümmert aus der Ferne. Der Löwe hat damals nichts mitbekommen und auch heute nicht. Dem Löwen, mit dem du verbunden bist, fehlt das Feingefühl. Der Löwe ist viel zu sehr mit seinen eigenen Schatten beschäftigt. Der 8. April, Auftakt. Auftakt zur großen Aufgabe. Du hast jemanden an deiner Seite, gut möglich, ein Luftzeichen wie du oder ein Erdzeichen, welches meint, es gut meint, doch meint, es besser zu wissen, was du brauchst oder was eben nicht.
Die Berge, sie trennen. Doch es ist von oben so gewollt. Und es wird die Zukunft sofern. Du, lieber Wassermann, alle Abwehr und Kontrolle loslässt und es einfach laufen und fließen lässt, ohne zu planen. Die Jungfrau hat ihre Schäfchen im Trockenen. Doch die Rechnung geht nicht auf. Ganz und gar nicht. Wisse, der April geht, es geht nur um dich. Im Inneren, es geht eigentlich um deinen Mut, dein Innen nach außen zu bringen. Und stell dir ein Blatt vor, das vom Baum abfällt. Und der Wind treibt das Blatt irgendwo hin. Das Blatt hat keine Kontrolle. Doch glaube mir, das Blatt wird dorthin gelangen, wo der richtige Platz für es ist. Und so vertraue du auf das, das Richtige geschehen mag und du auf der richtigen Bühne stehen wirst. Du bist soweit, du hast lange genug geprobt und geübt. Jetzt ist es soweit, dass all deine Vorbereitungen, lieber Wassermann, konkretisiert werden. Die Silhouetten nicht mehr Silhouetten bleiben, sondern du kannst es in den Händen greifen. Am Tag X der Neuanfang. Das Ich, das du dir angeeignet hast, antrainiert hast, um zu überleben, beginnt zu bröckeln und zu schwinden, auf dass die Melodie nach außen dringen kann und von denen empfangen wird. Die ebenfalls nach Wahrheit streben. Wir machen weiter im Extended. Wir freuen uns auf dich. Ciao, bis gleich.